Heute ist es soweit. Immer habe ich die vergangenen Jahre gesagt, ja, in der 7. Klasse, da lernen wir dann eine neue Zahlenmenge, da kann man dann auch Wurzeln aus negativen Zahlen ziehen. Na gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Die Ausgangslage ist natürlich so oft ein mathematisches Problem, also zum Beispiel so eine quadratische Gleichung. x² minus 10x plus 26 ist gleich 0. Und wir sind ja mittlerweile Profis und wissen, das kann man natürlich mit der kleinen Lösungsformel rechnen, mit der PQ-Formel. Und man kann auch sofort ablesen, das P ist minus 10, das Q ist 26. Und wenn man sich das Ganze so ausrechnet und in die kleine Lösungsformel einsetzt, minus P halbe plus minus die Wurzel aus, P halbe zum Quadrat minus Q, kommt eben genau das hier heraus, was du gerade siehst. Und ja, wenn man sich jetzt die Wurzel anschaut, beziehungsweise die Diskriminante, dann sieht man 25 minus 26, hä? Da haben wir bis jetzt gesagt, das ist eine Wurzel, eine Quadratwurzel aus einer negativen Zahl und das ist pfui, das können wir nicht machen, das geht nicht, die Gleichung ist unlösbar, aber ab heute heißt es, das geht doch. Wieso geht's? Ganz einfach, weil wir es können. Und wir können einfach eine neue Zahl definieren und wir sagen, die Wurzel aus minus 1, die nennen wir ab jetzt ganz einfach i. Dieses i ist so eine ganz eine komische Sache. Zum Beispiel, wenn ich diese Gleichung Wurzel aus minus 1 quadriere, also links und rechts hoch 2 nehme, komme ich auf die Gleichung i Quadrat ist minus 1. Beide Zeilen, also die erste Zeile, die hier steht, die zweite Zeile, sind recht nützlich zum Rechnen. Ein Beispiel, wie man das auf jede beliebige Wurzel aus einer negativen Zahl anwenden kann, schau dir mal diese Zeile an. Angenommen, du hast die Quadratwurzel aus minus 9. Das kann ich ja zerlegen in Quadratwurzel 9 mal Quadratwurzel minus 1. Geht ja, ist ja genau dasselbe. Und aus der Wurzel 9, naja, die kann ich mir ausrechnen, Wurzel 9 ist 3. Und es bleibt sozusagen jetzt nur die Wurzel aus minus 1 über. Und wie wir gerade definiert haben, wir nennen die Wurzel aus minus 1 eben i. Und daraus ergibt sich, dass die Wurzel aus minus 9 nichts anderes ist als die, also die Wurzel aus minus 9 nichts anderes ist als 3i. Ja, man könnte das auch so sagen, wenn die Wurzel 9 3 ist, dann ist die Wurzel aus minus 9 3i. Ganz einfach. Genauso einfach wie diese Sachen hier. Wurzel minus 4, Wurzel minus 36, minus 25, minus 100. Kannst du eigentlich jetzt ganz einfach selbst. Wenn du selbst probieren willst, drücke auf Stopp. Übrigens, falls dieses Video hier zu schnell ist, kannst du natürlich auch in YouTube die halbe Geschwindigkeit, die halbe Abspielgeschwindigkeit wählen. Gut, die Auflösung? Eigentlich klar, oder? Diese neue Zahlenmengen nennen wir ganz einfach jetzt imaginäre Zahlen. Also eigentlich nennen die nicht wir imaginäre Zahlen, die werden einfach so genannt. Und wie schon der Wikipedia-Artikel sagt, imaginär, das ist so eine eingebildete Zahl, eine unmögliche Zahl. Und man fragt sich, wieso braucht man diese, ja, diese Wurzeln aus negativen Zahlen, die sind irgendwie weh, die waren bis jetzt verboten. Kein Mensch kann sich vorstellen, was das eigentlich ist. Ja, wie du siehst, schon allein hier im zweiten Wikipedia-Absatz siehst du, die werden zum Beispiel in der Elektrotechnik verwendet. Also das ist so eine typische mathematische Erfindung, die man sich eigentlich nicht vorstellen kann, so wie negative Zahlen. Die kann man sich ja auch nicht vorstellen. Oder hast schon mal im Wald minus 5 Bäume gesehen? Negative Zahlen sind eigentlich völlig sinnlos im täglichen Leben, aber eigentlich wieder auch nicht. Weil man kann ihnen eine Bedeutung geben, zum Beispiel Schulden oder die Höhe unter dem Meeresspiegel. Naja, und mit Wurzeln aus negativen Zahlen verhält sich es eben ganz ähnlich. Die sind auch nicht wirklich vorstellbar, aber man kann sehr gut damit rechnen. Also wir sagen einfach, diese Vielfachen von i, von dieser Wurzel minus 1, nennen wir jetzt einfach imaginäre Zahlen. Ja,
Und um das Ganze noch ein bisschen zu erweitern, wir kennen ja bis jetzt die reellen Zahlen als größte bisher bekannte Zahlenmengen. Und jetzt kommt einfach noch was Neues dazu, nämlich die sogenannten imaginären Zahlen. Und klarerweise kann man die beiden verbinden. Also ich kann eine reelle Zahl und eine imaginäre Zahl kombinieren, sprich zum Beispiel addieren oder subtrahieren. Und so eine Zusammensetzung von reeller Zahl und imaginärer Zahl, im Mathebuch meistens Z genannt, die werden wir ab jetzt ganz einfach komplexe Zahlen nennen. Also eine komplexe Zahl besteht sozusagen aus einem reellen Teil und aus einem imaginären Teil. Und man sagt dann auch, diese Koeffizienten, also dieses 4,1 von der reellen Zahl nennt man Realteil und dieses 1,8, also den Koeffizienten von i, nennt man Imaginärteil dieser komplexen Zahl. Als Zahlenmenge, bisher war es so, wir kannten n, z, q und r, wobei immer die äußere Menge die innere Menge umschließt, also die reellen Zahlen waren bis jetzt die größte Zahlmenge, die wir kennen, die schließen alle anderen ein, also jede natürliche Zahl ist automatisch zum Beispiel auch eine reelle Zahl. Und jetzt kommt einfach noch was Neues dazu, nämlich die Menge der komplexen Zahlen, abgekürzt C. Und diese Menge ist sozusagen die umfassendste Zahlmenge, die wir hier in der Oberstufe lernen. Die Menge C schließt alles andere ein. Jede andere Zahlenmenge ist in C enthalten. Also zum Beispiel ist jede reelle Zahl automatisch eine komplexe Zahl. Wenn du dir das Beispiel links noch einmal ansiehst, bei einer reellen Zahl wäre halt der Imaginärteil 0. Also würde ich hier das 1,8 links durch 0 ersetzen, dann würde meine Zahl heißen 4,1 plus 0 mal i, also ganz einfach 4,1. Also eine komplexe Zahl ohne Imaginärteil. Und genauso ist auch jede rationale Zahl eine komplexe Zahl, jede ganze Zahl und jede natürliche Zahl. Also die komplexen Zahlen schließen einfach alles ein, was wir bis jetzt kennen.